Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sleepy Dogs. Wir sind beim letzten Mal für die Polizei unterwegs gewesen und haben eine Kamera gehackt, wo wir mittels dieses Überwachungssystems ein paar Dealer auf frischer Tat ertappt haben. Und diese Mission hat mir eigentlich sehr gut gefallen und deswegen denke ich mal, wir können mal auf die Karte schauen. Wenn wir zumindest noch die nächste Polizeimission machen. Hier haben wir die Drogenrazzia bei der Fulong-Überführung. Und wir haben sogar hier noch mehrere zur Auswahl. Okay. Auch die sind jetzt auch über ganz Hongkong natürlich dann verteilt. Wie sollen wir da weiter vorgehen? Die nächste Hauptmission ist mittlerweile auch, steht auch mittlerweile zur Verfügung. Emenda nennt die sich. Aber ich denke, da werden wir noch ein bisschen mit warten, denn mich interessiert auch wirklich, was diese Hochgeschwindigkeitsmission zu bedeuten hat. Ich würde sagen, als nächstes machen wir noch einmal eine Polizeimission, bringen nochmal eine, beziehungsweise hacken nochmal eine Kamera dort, gehen nochmal zurück nach Hause, überführen nochmal ein paar Drogen wieder und danach werden wir uns der Hochgeschwindigkeitsmission widmen. Ich denke, das wird erstmal der Plan für diesen Part sein, falls wir es überhaupt schaffen. Und da geht es direkt bei unserem Haus mit der Hauptmission weiter. Müssen wir aufpassen, dass wir da nicht aus Versehen gegenlaufen. Wow, normalerweise machst du ja erstmal hier ein bisschen Umbug. Und rin. Nö, diesmal ist er sofort losgefahren und das Teil ist verdammt schnell, meine Herren. Lieber Herr Gesangsverein. Jo, das Motorrad ist in der Tat nicht schlecht. Mal ein bisschen mit der Handbremse spielen, geht das? Wow, das ist ein bisschen zu gefährlich. Gut, jetzt sind wir schon sogar dran vorbeigefahren. Was haben wir denn hier? Gucken wir mal ein Stockwerk höher. Oh, das ist doch hier unten. Ah, ist doch hier unten. Und mal wieder ein paar Schläger, die wir vorher... 8 Stück, willst du mich verarschen? Erledigen müssen. Na gut, das kann jetzt mal wieder ein bisschen dauern. Und deswegen muss ich mal wieder konzentrieren. So, wir haben ja auch nichts, wo wir die Scheißtypen gegenschleudern können, oder? Da kommt mal einer. Du! Oh, da ist auch ein ziemlich fetter dabei. Oh, da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Aber ich glaube, der ist erledigt. Jo, sind nur noch 7. Ja, hallo, will mal einer angreifen? Ah, da konnte ich jetzt nicht mehr kontern. Na, Freddy, was los? Oder kann ich die greifen? Oh, der hat mich mal sowas von gekontert, der Arsch. Wow, das war schlecht. Fettes Arsch, ey. Die greife ich nicht nochmal. Und ich bin fast tot, wie ich gerade sehe. Das ist weniger schön. Muss ich noch mehr aufpassen. Und komm. Können wir dich zumindest greifen. Und irgendwo gegensteuern. Wie die Telefonzelle. Standardkill hier mittlerweile schon fast geworden. Und ich sehe nichts. Ich sehe nichts, Leute. Oh, Kamera. Und er wehrt wieder ab. Und du gehst mir wieder auf den Keks. Oh. So macht das keinen Spaß, aber wir werden es einfach gleich nochmal versuchen. Denn die Mission war ja... Ach ne, jetzt sind wir wieder im Krankenhaus gelandet. Ich werde jetzt auch nicht unbedingt neu laden. Das Krankenhaus haben wir schon einmal gesehen. So, ich weiß allerdings nicht, wo das jetzt auf der Karte genau war. Na, auch ziemlich in der Nähe. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal zur Kamschuk. Überführung. Vielleicht sind da auch nicht ganz so viele Schläger bei. Da wurde ich jetzt auch etwas überrascht von der Anzahl. Aber es wollte ich auch, ehrlich gesagt, ein bisschen zu schnell eben abarbeiten. Aber da braucht man halt ein bisschen Zeit. So, was haben wir denn hier für ein schickes Fahrzeug? Der steuert sich auch erstaunlich gut.
Und, oh, ja, wie will ich denn jetzt fahren? So, okay. Dann gehen wir halt dorthin. Und hacken dort die Kamera als nächstes. Denn wir müssen auch langsam, aber sicher die Kopfpunkte so ein bisschen vorantreiben, denn die Upgrades, die wir durch diese Punkte bekommen können, sind relativ praktisch. Und auf der anderen Seite sind schon wieder Triaden. Beziehungsweise ein paar feindliche Anhänger von Dog Eyes. Und ich glaube, die will ich jetzt erstmal aufmischen als Vorabprogramm. Wo seid ihr denn, ihr Schweine? Und hier ist auch wieder so eine enge Gasse. Ich hasse das. Wenn man sich wirklich nicht so frei bewegen kann. Oder seid ihr da oben? Kommen wir hier irgendwo hoch? Ja. Ah, die Kameraführung, mein Herr. So, wo seid ihr denn? Anhänger des Bösen. Du bist keiner von ihnen. So, wo seid ihr? Wollt ihr mich verarschen? Hier um die Ecke oder was? Hier geht's wahrscheinlich... Na doch, hier geht's noch ein bisschen weiter. Und noch höher sogar. Waren wir hier nicht sogar schon mal? Oder ist das nur ähnlich aufgebaut? Und noch höher. Ach, hier seid ihr. Nur drei Stück. Und ich hoffe, die Kameraführung spielt mal ein bisschen besser mit und wieder so ein fetter. Ich hasse es. Kontern. Greifen. Und dagegen schleudern. Mein Gott, wieso machst du das denn nicht? Och, ich hasse es. Also langsam reicht mir mit der Steuerung hier. Da werde ich jetzt demnächst, obwohl ich schon 500 Mal angekündigt habe, wirklich mal in der Steuerung nachschauen und mir das ein bisschen besser einstellen. Und der blöde Sack. Alter, was ist denn hier los? Arschloch, ey. Können wir den nicht mal greifen? Nee, wir können ihn nicht greifen. Der kontert es jedes Mal. Und ich weiß nicht, wo die A-Taste bei diesem scheiß Xbox-Controller ist. Ich krieg eine Krise. Kontern. Ach Leute, das geht mir gerade auf den Sack, aber wir haben wieder so einen kleinen Bonus, der unsere Gesundheit automatisch auffüllt. Du bist so ein Spaß, komm. Ne, wir können dir nicht greifen, ist doch logisch. Ach, leck mich am Arsch, ehrlich. Einfach unlogischer Kack hier. Sorry, dass ich mich gerade etwas aufrege, aber das ist dann doch etwas, was mich stört. Komm, greif an. Ah ja, ich trete auch noch daneben, natürlich. Und wie viel hältst du eigentlich aus dem Scheißpixel, ey? Okay, jetzt greife ich dich auf jeden Fall nicht mehr, sondern trete dich einfach nur noch tot, ey, du blödes Mistvieh. Okay, Gesundheitsleiste geht etwas nach oben. Aber sonst scheint hier auch gar nichts zu sein, oder was? Anscheinend nicht. Na toll. War mal für die Katz diese Aktion hier. So, wo können wir denn am besten wieder runtergehen? Hier können wir wahrscheinlich auch nirgendwo rein, oder? Nee. Geht's da noch weiter? Nee, auch nicht. Wo konnten wir da gerade was machen? Konnte da gerade... Ah, okay. Der Meisterakrobat Wei Shen wieder im Einsatz. Gut, jetzt will ich aber erstmal hier irgendwie... Und wieso habe ich eigentlich die Hauptmission aktiv geschaltet? Das will ich eigentlich gar nicht. Wenn wir hier schon mal in der Nähe sind, dann gehen wir halt zu dieser Drogenrazzia. Bietet sich natürlich gerade an. Karte, komm, danke. Also, du sollst springen, mein Freund. Und ein Gesundheitsschrein. War doch nicht ganz umsonst. Denn jetzt kriegen wir 10% mehr Gesundheit. Ah, das sehen wir unten links auch als blau angezeigt. Das sind unsere 10% zusätzlich. Sehr schön. Was?
doch nicht ganz umsonst. Na komm, spring runter. Und hier rüber. Und hier rüber. Wie komme ich von Maledite hier jetzt nochmal raus? Ach, Meister Akrobat. So, und langsam, aber sicher will ich hier mal raus aus diesen komischen Gängen hier. Kommen wir da raus? Ach, wer bist du denn? Und wieso hast du da so ein komisches X bei deiner Anzeige? Wer bist du? Was willst du hier? Ja, mitten meine Angriffe unterbrichst du, oder was? Na komm her. Damn, lauf doch nicht gegen jede Wand, was soll denn da? Und tschüss. Ach, immer noch nicht genug. So, ich glaube, das war der finale Schlag. Was der Typ jetzt auch immer von uns wollte. Egal, wenn er eins auf die Fresse will, bekommt er es halt. So, überlebst du diesen Sprung? Ich gehe mal davon aus. Jo, du hast sogar ein bisschen Schaden genommen. Und dich verletzt, aber doch ziemlich locker überlebt, muss ich sagen. So, jetzt wollen wir aber mal wieder versuchen, eine Kamera zu hacken. Da haben wir wieder einen Parkplatz, wo wir unser Motorrad holen könnten. Jetzt mal ein bisschen beschleunigen, bitte. Das ist ein Polizist. Könnte der uns vielleicht helfen? Ja, da zückt sie den Regenschirm aus ihrem Hinterteil. Okay, hier sind in Anführungszeichen nur 6 Schläger. Polizei, Hilfe! Der hilft uns natürlich nicht. Boah, geh halt weg. Vielleicht schaffen wir das auch wieder, so ein Dicker dabei. Auf den muss man immer besonders aufpassen. Der da gerade auf der Straße steht. Hallo, will jetzt mal jemand hier was machen oder was? Da fange ich halt an. Ich glaube, der ist schon mal weg. So, wer wird als nächstes? Du? Dann kriegst du halt das gleiche Programm. Und nochmal. So. Was? Du hast immer noch nicht genug. So, dann habe ich den auch schon mal ein bisschen was abgezogen. Aber der hält ein bisschen mehr aus. Na komm. Dann halt noch ein drittes Mal. So, jetzt ist er weg. Wer wird als nächstes? Du? Na gut. Kriegst du auch einmal das gleiche. Und nochmal gegen die Scheibe. Die Scheibe scheint ja sehr stabil zu sein. Wollen wir es nicht nochmal testen? Oh ne, das sieht man nicht gegen die Scheibe. Dann gegen diese Scheibe. Und du kriegst auch nochmal eine. Du das auch nochmal. So. Oh, jetzt kommt Fatty. Fatty Man! Wo kommt der denn her? Meine Fresse. Also ich glaube, die gehören gar nicht zu dieser komischen Gruppe da. Die sind irgendwie random dazugekommen. Aber wenn ihr eben auch was auf die Fresse wollt, bitte eben auch was auf die Fresse. Komm hoch. Komm mal nicht so schnell schlafen, was willst du hier wieder? Du willst auch einfach eins auf die Fresse haben, ne? Dann hier und Bams. Soll ich irgendwie noch ein bisschen Geld bekommen? Und Schläger besiegt? Wieso ist meine Ansehen-Erfahrung jetzt dadurch gestiegen, sag mal? Na egal, 2000 Dollar dazu. Schläger besiegt. Das war jetzt zwar keine Gefälligkeitsaufgabe, aber was soll's. So, die Kamera hacken. Na, wo hängt sie denn? Da hängt sie. Jetzt dürfen wir wieder das kleine Minispielchen spielen, das ich jetzt Gott sei Dank verstanden habe. Dann probieren wir es mal mit einer 2, 8, ja, ruhig mit einer 0 und einer 7. Die 0 ist schon mal richtig, sogar richtig platziert, plus die 8 müsste noch woanders sein. Eine 1 und eine 7 kommen nicht vor, die 8 ist auch richtig. So, was hatten wir denn vorher? Die 7 hatten wir,
Die 2 nicht, die 5 hatten wir noch nicht probiert und die 4 auch nicht. Ah, die beiden müssen nur vertauscht werden. Und zack, haben wir auch diese Kamera gehackt. Und wir könnten nach Hause, aber das werden wir jetzt mal eben nicht tun. Oder? Nee, das können wir beim nächsten Mal dann machen. Beziehungsweise, wenn ich mal wieder abspeichere und einen Aufnahmeschnitt mache. Deswegen schauen wir mal kurz auf die Karte. Es war ja noch eine Gefälligkeitsmission. Da, oder auch nicht. Hatten wir die schon beim letzten Mal gemacht. Sieht schon fast so aus. So, was war dieses... Doch ein Apothekensymbol, habe ich doch richtig in Erinnerung. Dieses 24-Stunden-Shop. Symbol ist in Wirklichkeit eine Apotheke. Na gut. So, ach, wir müssen ja sowieso bald zur Hauptmission. Dann könnten wir, bevor wir dort weitermachen, kurz in unser Haus vorbeischauen. Aber jetzt will ich mir wirklich mal die Hochgeschwindigkeitsmission anschauen. Und schauen, was es da so zu holen gibt. Ist inzwischen ein etwas längerer Weg, aber den haben wir auch innerhalb von wenigen Minuten, wenn nicht Sekunden, hinter uns. Kamera, dreh dich bitte mit. Oh, die schwenkt so langsam mit, das nervt so richtig. Und ich fahre mal wieder auf der falschen Fahrerseite. Beziehungsweise Autoseite. Aber auch diese Strecke haben wir schnell hinter uns. Mit schöner Musik. Und ich habe schon wieder vergessen, wie man den Radiosender wechselt. Das war das Handy zücken, das kannst du wieder wegtun. Ne, ich krieg das gerade nicht hin. Ah, jetzt geht es auf einmal. Alles klar. H Club. Und hier sind wir Triaden am Start. Wollen wir die auch noch mal eben vermöbeln? Ich würde sagen, wenn wir schon mal hier sind. Gerne doch. Wie viele seid ihr denn? 3 Stück, das ist in Ordnung. Hatte da, was willst du von mir? Und komm, greif ihn. Und dann. Na, wieder falsche Taste, ich hasse. Aber wenn man hier mit Kontern eigentlich arbeitet und konzentriert dabei bleibt, sind die Kämpfe eigentlich nicht so schwer. Aber ich bin meist zu ungeduldig, immer auf einen Konter zu warten. Und deswegen geht das ab und zu mal in die Hose. So, ihr zwei dürft jetzt mal hinfällig sein. Und du... Penner, greifst mich mal wieder. Und ich weiß ja nicht, was die B-Taste ist. Verdammte Scheiße nochmal. So, dann gehen wir dich jetzt erstmal und können uns in Ruhe um Fetti kümmern. Den müssen wir auf jeden Fall kontern. Hä? Also die müssen wir. Schwächeanfall, oder? Alter. Oh, der greift mich schon wieder, dieses Miststück. Oh, ich hasse es. Hallo? Konter ihn bitte. Und dreht ihn kaputt. Bitte. Der ist immer noch nicht am Sterben. Oh, jetzt aber, mein Gott, nochmal. Gesundheitsleiste, fühl dich bitte ein bisschen schneller. Haben die hier irgendwas bewacht? Ich frage mich, ob wir dafür auch eigentlich Triadenpunkte bekommen. Wenn nicht, dann wäre das hier alles ja irgendwie ein bisschen sinnlos, oder? Oh, Krankenwagen. Wir verziehen uns. Und wieso ist die Hauptmission schon wieder freigeschaltet, aber eingestellt? Können wir das hier mit L3... Okay, mit L3 können wir das immer umswitchen. Aber ich will ja zur gelben Mission und die ist da mittlerweile oder im Moment nicht dabei. Deswegen müssen wir es so eben manuell machen. Gut. Polizei, nee. Das war noch der Krankenwagen, die Sirene gerade eben. Dachte schon, die hätten das eventuell gesehen, was ich mit den Schlägern da veranstaltet habe. Gut, dann schauen wir jetzt mal in der Nähe von der Werkstatt vorbei. Müsste hier zumindest gewesen sein, ne?
Ach nee, das war in der Nähe vom Polizeigebäude, genau hier war das. Gut, dann schauen wir mal, neben den netten Herrn, der seit 20 Stunden die gleiche Gegend hier kehrt, vor allem die gleiche Stelle vor allem. Na egal, das soll uns nicht stören, sollen wir mal weitermachen. Und was ist jetzt los? Special-Einheiten oder was? Den Fahrer beschützen, ja wie? Was muss ich tun? Leute, was muss ich hier tun? Entschuldigung. Ich habe gerade keinen Plan, was ich machen muss. Ja, was muss ich denn tun, Leute? Okay, jetzt können wir das erste Mal auch hier Schussfeuerwaffen benutzen. Alles klar. Sag mir das nochmal ein, das wurde auch nicht einmal erklärt. Und das ist wirklich so eine Lebensmission hier oder was? Was eigentlich überhaupt nicht mit dem Spiel zu tun hat. Wow, da ist eine nette Explosion und du hast es glaube ich nicht überlebt, würde ich mich stark verwundern. Und das ist auch mal ein nettes Mini-Spielchen. So, von vorne auch mal was, sieht nicht so aus. Ja komm, geh aus dem Dingens, aus dem Fenster. Jetzt müssen wir die ganze Zeit L2 gedrückt halten. So, dich haben wir auch mit Einfluss. Jetzt ebenfalls, wir sind in Everdeen unterwegs. Wow. Schnell nachladen, Junge. Das war gut. Setz dich mal schnell wieder rein kurz. Und da kommt schon die nächsten. Aber bitte nicht zu nah an der Wand hier entlang. Das könnte sonst für mich böse enden. Ich frage mich, ob das jetzt irgendwie so lange geht, bis entweder ich... Oh, was war das denn jetzt für ein Grafikbug? Wie lange das geht, ob bis ich jetzt im Arsch bin oder das Fahrzeug im Arsch geht. Und was für Grafikfehler sind das hier gerade, meine Herren. Und es kommen auch keine Gegner. Sind alle zu langsam anscheinend. Und warum sitzen wir hier in so einem Special Polizeiwagen? Und wer zur Hölle verfolgt uns dann da? Also ich schätze mal, das ist wirklich nur so eine Art Minispiel oder sowas. Und wieder Grafikbugs. Yay, yay, yay. Also langsam könnten auch mal wieder Gegner auftauchen, sonst wird das auf Dauer so ein bisschen langweilig. Jetzt sind wir zumindest das erste Mal in Kennedy Town. Können wir hier auf das Spiel pausieren, können wir. Und wird jetzt auch unser Standpunkt auf der Karte angezeigt? Jo, tatsächlich. Machen wir jetzt einmal eine große Runde oder was? Können wir uns einmal ein bisschen die Gegend hier anschauen. Sieht jetzt auch nicht so großartig anders aus. Wo ist die Minimap? Oh, war es das jetzt? Okay. Was zur Hölle? Belohnungen freigeschaltet. Hochgeschwindigkeit. Das war auch wieder eine Polizeimission. Und wir haben sogar ein Upgrade bekommen. Stufe 2. Und 15.000 Dollar auch noch dazu. Allerdings sind wir jetzt doch schwer beschädigt, wollte ich schon sagen. Schwer angeschlagen. Das sieht man jetzt schon deutlich an den Beinen. Und wir sind jetzt tatsächlich hier in Kennedy Town rausgelassen worden, oder was? Jo, tatsächlich. Hier wollte ich eigentlich noch nicht hin. Aber nun gut, dann, wenn wir schon mal hier sind, dann schauen wir uns in Kennedy Town natürlich auch ein bisschen um, würde ich sagen, oder? Gucken wir mal. Aber ich denke, das heben wir uns für das nächste Mal auf, wenn es wieder heißt Let's Play Sleeping Dogs. Ich bedanke mich für euer Zusehen abermals und sage bis zum nächsten Mal.
euer Keller. Aber vorher hole ich, glaube ich, noch eben diesen Tresor da. Das werde ich nämlich beim nächsten Mal sonst vergessen. Ich hoffe mal, der ist nicht abgeschlossen. Der ist doch abgeschlossen. Ich glaube, das ist auch irgendwie mit einem Minispiel hier verbunden, was ich beim letzten Mal schon nicht so richtig gecheckt habe. Das schauen wir uns aber dann wirklich beim nächsten Mal an. Macht's gut, euer Killer!